Lasst uns mal die Motoren starten. Wir fangen an mit denen, die Einzylinder verbaut haben. Die wollen wir jetzt hören. Applaus von allen anderen für die, die mit Einzylinder hier angereist sind, egal ob es ein Moped ist oder klein oder großvolumiges Motorrad. Ihr seid uns alle herzlich willkommen. Es geht weiter mit denen, die Zweizylinder verbaut haben. Reihe, Bau, Boxer, egal. Ja, jetzt drei Zylinder, die haben ja hier in Scheidenberg ein bisschen Tradition. Vielen Dank, sehr schön. Willkommen. Ich glaube, jetzt müssen wir leise sein. Ich habe vorhin nicht durch die Reihen geguckt. Gibt es jemanden, der einen Sechszylinder hat? Das wäre jetzt so das Zweifache von drei. Hier, los geht's. Da machst du dich kaputt. Ich muss noch ein paar Jahre laufen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. So, und jetzt nehmen wir die Vierzylinder. Gedacht hat, das wäre schon alles. Nein, jetzt machen wir nochmal alle gemeinsam, egal was für Motoren wir haben. Ich sag mal, zünftiger kann man Motorradfahrergottesdienst nicht einläuten, wie ihr es jetzt gemacht habt. Ich lade euch ein, dass wir jetzt mit Gott reden, nachdem es gerade einen guten Geräuschpegel gegeben hat, der für Motorradfahrerohren eine Wohltat war. Werden wir das jetzt einfach nochmal ganz ruhig und stille und wollen mit diesem Gebet diesen Gottesdienst beginnen. Herr, wir freuen uns darüber, dass wir hier Gottesdienst feiern können, hier an den Orgelpfeifen. Danke für das Wetter, mit dem du uns beschenkst, das nicht selbstverständlich ist. Wir freuen uns darüber, dass wir hier auf diesem Platz sein können und Gottesdienst feiern. Aber Gottesdienst feiern, das ist nicht ein Event, sondern du hast versprochen, dort wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da willst du dabei sein. Herr, du siehst, wir sind viel mehr und deshalb nehmen wir dich beim Wort, gehen davon aus, dass du selber da bist. Und wir bitten dich, dass du diesen Platz, die Atmosphäre hier bestimmst. Und wollen dich einfach bitten, dass du uns begegnest mit unseren Sinnen, mit all dem, was wir wahrnehmen. Ja, komm du hinein in unser Leben, jetzt hier in diesem Moment bei diesem Gottesdienst. Segne uns. Amen. Amen. Liebe Freunde, wir sind hier in Scheidenberg. Da gibt es eine Kirchgemeinde, die hat einen Pfarrer. Und der ist auch hier, ist auf zwei Rädern angereist. Allerdings fehlt ihm ein bisschen der Motor. Ja, also mein Mitleid hält sich noch in Grenzen, aber du bist auf dem Weg nach vorne und du hast ein Grußwort, das du gerne sagen möchtest. Auch mit dem Fahrrad und auch wer ohne Fahrrad und zu Fuß gar gekommen ist oder mit dem Auto, ist uns natürlich herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch von der Kirchgemeinde Scheidenberg hier zum Motorradfahrergottesdienst, zum Biker-Gottesdienst. Ich grüße euch mit einem Bibelwort. Und da schreibt der Apostel, so seid ihr nun Botschafter an Christi Stadt und so bitten wir an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott.
eine Botschaft weitergeben, das kann man auf ganz unterschiedliche Weise. Man kann jemandem einen Brief schreiben, ja, ach so, das war ja mal früher. Und WhatsApp und so geht auch. Ne? Man kann das mit Worten und mit Liedern tun, auf ganz unterschiedliche Weise und, wie wir es gerade im Anfangslied gehört haben, auch zu ganz unterschiedlichen Menschen, ja, an ganz unterschiedlichen Jahreszeiten, Orten und ja, auch eben auf diese Weise. Und ich merke, nicht nur Pfarrer sind Botschafter, irgendwie Diakone, Musiker sind Botschafter, sondern ich entdecke hier auch eine ganze Menge Botschafter, die zum Beispiel vorhin gerade durch Scheibenberg getuckert sind, anders geht es überhaupt nicht, also die sind dann wirklich langsam gefahren. Die haben schon mal auf dem Rücken eine Botschaft, ja, kleben, aufgenäht, ganz aufwendig. Ja. Also die hier dabei sind, die könnten sich jetzt alle mal mit dem Rücken hier nach vorne stellen, aber das geht auch nicht, fallen die Motorräder um. Dass überhaupt Botschaft verbreitet werden kann, ist letztlich Auftrag Gottes und steht unter seinem Segen. Aber immer wieder, zu allen Lebenszeiten und zu allen Zeiten der Welt, braucht es dazu immer wieder neue Ideen und Initiativen. Und eine davon ist auch der Biker-Gottesdienst hier am Scheibenberg. Allerdings ist das an dieser Stelle nun nicht irgendwie so eine Sache, ist mal irgendwie gelaufen, sondern es hat einen Anfang gegeben. Und heute feiern wir hier an diesem Platz den 20. Biker-Gottesdienst, den 20. Ist das nicht toll? Es kam so zustande, dass 2004, also ihr könnt trotzdem rechnen, es ist trotzdem der 20. rechnet hin und her, stimmt. 2004, irgendwann im Frühjahr, denke ich mal, kam einer zu mir, der hoffentlich jetzt auch da ist und den ich mal nach vorne bitte, Reinhold Klecher aus der Oberschein. Reinhold, komm da mal irgendwie vor. Damals waren wir noch per Sie und er sagte, können Sie sich vorstellen, dass wir am Scheibenberg mal sowas initiieren wie einen Motorradfahrer-Gottesdienst. Ich bin mal auf einem gewesen, ich fand das gut, warum machen wir das nicht im Scheibenberg? Da habe ich gesagt, mach mal, das wird. Ne? Und dann haben wir es miteinander eingerührt, ich habe es im Kirchenvorstand besprochen, der hat da wohlwollend gesagt, ist eine gute Sache, unterstützen wir auf alle Fälle. Und dann kam der erste Tag immer und immer näher und wir haben gedacht, ach du lieber Schreck, was war denn das jetzt so warm? Ein paar Leute hatten gesagt, wir machen mit, wir helfen mit und das Wetter, also es gab übrigens damals noch keine Wetter-App, will ich nur sagen, hä? Also es ist wirklich, Handy war glaube ich schon erfunden, aber Wetter-App gab es noch nicht, also wenigstens bei mir nicht, ist egal, die waren noch anders und da haben wir geguckt auf den Wetterbericht der Zeitung und so und ja, es war nieselig und es war kühl. Und Reinhold weiß bestimmt auch noch, wie viel Grad das waren. Ich dachte, es waren 11 Grad. Reinhold, weißt du das noch? Ja, wenn überhaupt waren 11 Grad, es können auch bis 9 gewesen sein. Und wir haben gedacht, wer kommt denn? Und dann füllte sich der Platz und es waren beim ersten Mal 100 Leute da. Vor weniger. Okay, gut, gefühlt 100. Ach, was? Nee, 20 Motorräder, hä? Ja, 20 Motorräder. Es waren schon ein wenig Leute da. Also auf alle Fälle. Und heute stehen hier Millionen. Also ein Wert. Ne, wollen wir mal zusammenrechnen, was eure Maschinen zu kosten? Kommen wir bestimmt auf 1 Million. Könnte schon sein. Ne? Auf alle Fälle ist seitdem der Motorradfahrergottesdienst nicht eingegangen, sondern eher gewachsen. Auch wenn die Zeitung nicht mehr so sehr viel davon berichtet, wie das eben so ist. Aber ohne irgendeinen Anstoß wäre es nicht gelungen. Reinhold war damals sozusagen der Initiator und ich kann dir nur Danke sagen. Und wer mit dabei war, war auf alle Fälle der Robert Jan. Euch zwei weiß ich noch. Genau. Und deshalb kriegt ihr jetzt, eigentlich habe ich gedacht, man müsste eine Flasche Benzin verschenken, aber erinnert so an Molotow-Cocktail, wollte ich nicht machen und ich weiß nicht, was ihr so in euren Tanks füllt. Ihr kriegt jeder einen Blumenstrauß, da freuen sich auf alle Fälle auch eure Frauen. Bitteschön. Was mich aber noch interessiert, wer ist denn damals auch schon da gewesen? Wer weiß denn das noch? Vor Zeiten einer, ja, das stimmt, der war da. Es müssen noch mehr gewesen sein. Auch ohne Motorrad. Ja, hier, genau, bei Horst, die waren auch da, genau. Ich war auch da. Naja, also ein paar. Hä? Schön, dass auch welche wiedergekommen sind. Die sind alle 20 Jahre älter geworden.
Und dennoch können wir heute Gott danken und dafür loben und diesen Gottesdienst weiterführen. Ich freue mich, dass es weitergeht. Gesegneten Gottesdienst. Danke. Ihr seid schon wieder dran. Und zwar in zweifacher Weise. Ich hätte jetzt gerne die Leute, die heute Geburtstag haben, hier ganz schnell vorne auf der Bühne, bevor der Wolfgang wieder in die Seiten greift. Also von einer Person weiß ich es, die Carmen. Carmen, du kannst dich schon mal auf den Weg machen, der Weg ist dir bekannt. Gibt es noch jemanden, der Geburtstag hat? Kurz die Hand hoch, damit wir wissen, dass du auf dem Weg bist. Carmen, du bist die Einzige. So, hast du dich durchgekämpft. Weißt du denn, wie oft du schon hier in Scheibenberg warst? Ich denke 18 Mal bestimmt. 18 Mal. Klasse. Also, das ist natürlich euch ein Applaus wert, wie man merkt. Ja, du hast heute genau Geburtstag. Ich frage natürlich nicht, wie alt du geworden bist, macht man ja bei einer Frau nicht. Schön, dass du hier bist. Du stehst dazu, also willst du es uns verraten? 66. 66. Mit 66 Jahren. Carmen, lass dir gratulieren. Ich wünsche dir Gottes Segen. Das klingt immer sehr simpel, aber ich füge gerne hinzu. Ich wünsche Gottes Segen, weil da alles drin ist, was dir irgendwie gut tun kann. Und das wünsche ich dir, dass dir Gott ein treuer Begleiter ist und du seinen Segen spüren kannst im ganz normalen Leben, im Alltag, aber natürlich auch, wenn du wieder mit deinem Mann zusammen auf Motorradfahrergottesdienst bist. Ja, und es gibt ein Geschenk vom Zweirad Böttcher. Und da ist ein Gutschein drin und da kannst du dir sicherlich etwas kaufen, was du gut gebrauchen kannst. Gut, wir kommen dann alle noch zum Kaffee trinken bei dir vorbei. Ich hoffe, du hast gut gebacken. Also die Carmen, die kann das. Ob es für alle reicht, werden wir sehen. Ja, ein zweites. Wir haben bei unseren Gottesdiensten seit einigen Jahren die Möglichkeit einprogrammiert oder eingebaut, nenn es wie du es willst, dass man ein Zeugnis geben kann. Also das Zeugnis hat nichts damit zu tun, was man in der Schule bekommt, sondern dass man einfach Zeuge ist dafür, was man mit Gott erlebt hat. Und wir haben schon ganz unterschiedliche Dinge gehört. Wir haben Dinge gehört, die waren eher bedrückend und wir haben Dinge gehört, die waren mutmachend. Und beides hat seine Berechtigung. Und wenn du beim nächsten Lied für dich selber das so spürst, dass Gott sagt, Mensch, erzähl das mal, weil es vielleicht dem einen oder anderen hier helfen könnte, dann komm nach vorne. Ich werde hier unten an der Treppe auf dich warten, der Wolfgang spielt ein Lied und dann kannst du uns gerne davon erzählen, was du mit Gott erlebt hast. Ich möchte euch ein Lied spielen, das ist gleichzeitig die Jahreslose für dieses Jahr. Du bist ein Gott, der mich sieht. Was für eine Zusage. Du bist ein Gott, der mich sieht. Der mich nie allein lässt, wenn alles um mich zerbricht, halte ich mich an dir fest. Manchmal verstehe ich nicht, was du mir zumutest, trotzdem vertraue ich dir. Ich weiß ja, du willst für mich Gutes. Manches Krumme, das wird nie mehr gerade sein. Wenn ich auch verzweifle, holst du Gott mich ein. Ich bin nicht verlassen, ist die Not auch groß. Deine Liebe bleibt und lässt mich niemals los. Du
ist ein Gott, der mich sieht, der mich nie allein lässt, wenn alles um mich zerbricht. Halte ich mich an dir fest, manchmal verstehe ich nicht, was du mir zumutest, trotzdem vertraue ich dir. Ich weiß ja, du willst für mich Gutes. Schwere, dunkle Zeiten lasten, die ich trage. Manchmal ist die Nacht viel länger als der Tag. Doch du siehst mich, wenn ich nur noch fliehen will. Deine Liebe bremst mich aus, ich halte still. Du bist ein Gott, der mich sieht, der mich nie allein lässt, wenn alles um mich zerbricht. Halte ich mich an dir fest, manchmal verstehe ich nicht, was du mir zumutest, trotzdem vertraue ich dir. Ich weiß ja, du willst für mich Gutes. Mein Herz, das verkrampft ist, hart und fest wie Stein. Was mich niederdrückt, das macht mich oft ganz klein. Ausgebrannt und müde gehen die Tage hin. Deine Liebe bleibt für mich der Hauptgewinn. Du bist ein Gott, der mich sieht, der mich nie allein lässt, wenn alles um mich zerbricht. Halte ich mich an dir fest, manchmal verstehe ich nicht, was du mir zumutest, trotzdem vertraue ich dir. Ich weiß ja, du willst für mich Gutes. Was kann ich schon ändern an dem Lauf der Welt, wenn dann alles nur in Schutt und Asche fällt? Doch dein Ort erreicht mich immer noch und dann fang ich trotz der Zweifel wieder mit dir an. Du bist ein Gott, der mich sieht, der mich nie allein lässt, wenn alles um mich zerbricht. Halte ich mich an dir fest, manchmal verstehe ich nicht, was du mir zumutest, trotzdem vertraue ich dir. Ich weiß ja, du bist für mich Gutes. Ja, ein junger Mann steht hier neben mir und hat mir schon mal unten an der Treppe verraten, wie er heißt. Es ist der Olli, den möchte ich euch gerne vorstellen. Olli, woher kommst du? Aus Waltersdorf. Das ist ja nicht so sehr weit weg von hier. Wie weit? Ja, zu Fuß. Zu Fuß? Du bist zu Fuß hierher gekommen? Ja, ich bin mit dem Motorrad da, aber ich bin vielleicht 3 Minuten gefahren. Das ist gleich hier hinterm Berg. Sehr schön. Sehr schön, dass du diesen kurzen Weg auf dich genommen hast und nicht gedacht hast, es ist viel zu nahe. Schön, dass du da bist und wir sind gespannt, was du uns zu erzählen hast. Ja, ich habe lange überlegt, jetzt kurz überlegt, was ich erzählen möchte und was ich euch vielleicht mitgeben könnte. Was ich mit Gott erlebt habe, ist schon mittlerweile sehr viel in dieser kurzen Zeit, was ich gefühlt Christ bin. Seit 2009 hat es Gott gefallen, mich zu ihm zu rufen. Und ich habe auf seine Stimme gehört. Er musste sehr deutlich zu mir reden. In meinen Gedanken hat er wirklich deutlich gesprochen. Da hat auch der Stefan Schmidt-Brücken einen Teil mit daran. Bei dem bin ich getauft. Und ja, ich musste damals einen Glaubenskurs machen, weil ich gerne meine Frau, also meine damalige Freundin, gerne kirchlich heiraten wollte, weil sie in der Kirche war. Da dachte ich, zur Not trittst du aus dem Verein wieder aus, wenn es nichts ist. Und habe mich dann entschieden, einen Glaubenskurs zu machen. Gott hat es geführt, dass ich Einzelunterricht beim Herrn Schmidt-Brücken bekommen habe. Und das war aber so, ehe wir überhaupt ein Wort gewechselt haben miteinander, ich mit dem Pfarrer, mit dem Pfarrer und ich, Entschuldigung,
hat Gott ganz deutlich in meine Gedanken gesprochen. Ich selbst bin adoptiert und ich habe das mit 16 erfahren und wollte immer gerne wissen, wer ist eigentlich dein Vater? Und ich habe mich auch immer gefragt, warum die Christen die Spinner eigentlich vorm Essen beten. Das war für mich damals, zur damaligen Zeit, waren für mich alle, die an Gott glaubten und zu einem Gott beten, waren für mich irgendwie verrückt, weil ich gedacht habe, ich habe doch das selbst mir verdient, das Geld, und das habe ich doch selbst gekauft, das Essen im Laden. Und Gott hat deutlich in meine Gedanken gesprochen und hat sie mir zu dem Zeitpunkt alle beide Fragen beantwortet. Er hat gesagt, Olli, weißt du, warum die Christen vorm Essen beten? Und zwar deshalb, weil ich das Leben geschenkt habe. Ich habe das auf dem Feld wachsen lassen, ich habe das gegossen, ich habe die Sonne darauf scheinen lassen und ich habe überhaupt das Leben geschenkt. Und dann hat Gott zu mir gesagt, und ich habe auch dir das Leben geschenkt. Und du weißt nicht, wer dein Vater ist, dein biologischer. Aber wenn du willst, dann bin ich dein Vater. Und da konnte ich nichts anderes als ja zu diesem Gott sagen und war von Stunde an bekehrt und hungrig, was das Wort in der Bibel sagt, wobei mir dann der Stefan sehr geholfen hat. Und ja, ich habe dort Gott mein Leben gegeben. Und ich möchte euch gerne noch sagen, ich kenne mittlerweile viele Männer oder viele Menschen, die sagen, wenn Gott wie mein Vater ist, dann kann ich nicht in ihn glauben, denn mein Vater, das war ein echter Mistkerl. Und ich kann euch aber sagen, dass Gott ein guter Vater ist. Gott ist der gute Vater, der ist absolut liebend, aber absolut Autorität. Also Gott zeigt uns auch, wo es lang geht, durch sein Gesetz. Aber er liebt uns und vergibt uns, wenn wir das Gesetz übertreten, was uns mit dem Motorrad, denke ich, an der 100er Marke des Öfteren vielleicht mal passieren könnte. Gut, so viel dazu. Gott die Ehre, dass ich heute überhaupt hier stehe. Großartig. Olli, ich gratuliere dir zu deinem Vater, zu deinem himmlischen Vater und herzlich willkommen im Club der Verrückten, die vorm Essen beten. Schön, dass du hier bist und dass du uns das erzählt hast. Vielen Dank. Gottes Segen sei bei dir und begleite dich. Ja, der Wolfgang, der zupft schon in den Saiten. Möglich bei Gott ist das nächste Lied, bevor wir in die Predigt einsteigen. Den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. In einer ausweglosen Lage, geprägt von Angst und Depressionen, kann Gott den Ausweg zeigen. Vertrauen wird sich lohnen. Versuch damit zu singen. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Wo selbst der Arzt den Kranken aufgibt und jede Hilfe scheint vergebens, kann Gott noch etwas machen. Er ist der Herr des Lebens. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Wenn sich der Mensch nur um sich selbst dreht, er ganz bewusst den Glauben ablehnt, kann Gott sein Herz verändern, weil er sich auch nach ihm sehnt. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Sing doch mal mit. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich.
ich bei Gott, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Amen dazu. Die Putzfrau der Bank kündigt: Chef, Sie haben einfach kein Vertrauen zu mir. Was wollen Sie denn eigentlich? Entgegnet der Direktor. Ich lasse ja sogar den Tresorschlüssel offen herumliegen. Schon, meint die Putzfrau, aber keiner passt. Vertrauen haben ist manchmal gar nicht so einfach. Oder bist du nicht auch schon mal ganz unruhig auf dem Beifahrersitz herumgerutscht, weil du den Fahrkünsten des Fahrers nicht so ganz zu 100% vertraust? Da gibt es auf der Beifahrerseite oft durchgetretene Stellen im Fußraum, weil da immer jemand mit der nicht vorhandenen Fußbremse voller Kraft mitbremst. Ob mir jemand beim Autofahren vertraut, erkenne ich vermeintlich daran, dass der Beifahrer auf längeren Strecken auch mal neben mir schlafen kann. Vertrauen hat man nicht einfach so. Man sagt ja auch, dass man sich Vertrauen erarbeiten muss. Vertrauen hat man zu jemandem, dessen Fähigkeiten man genau kennt, der nach einem persönlichen Gespräch den Mund halten kann, der mir in Krisenzeiten bewiesen hat, dass er ein wirklicher Freund ist. Aber auch das Gegenteil kennst du vielleicht aus deinem eigenen Erleben, nämlich ist das Vertrauen erst einmal zerstört, dann braucht es lange, sehr lange, bis es wieder aufgebaut ist. Und manchmal wird es nie wieder so, wie es vor dem Vertrauensbruch war. Der Predigttext aus der Bibel für den heutigen Sonntag, der steht im Hebräerbrief. Und auch in dem geht es schon im ersten Satz um Vertrauen. Die genauen Adressaten sind uns nicht bekannt, nicht mit Ort und Hausnummer, aber klar, es richtet sich an Christen, die zuvor nicht wie Olli gar nichts mit ihm zu tun hatten, sondern die zuvor Juden waren. Womöglich denkst du nun, um Gottes Willen, das hat ja gar nichts mit mir zu tun, aber ich sage dir, sei getrost, du wirst entdecken, du bist gemeint. Und jetzt zum Text. Da heißt es: Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht ausbleiben. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die glauben und die Seele erretten. Soweit der Text. Für unsere Ohren vielleicht etwas holprig, aber ich möchte gerne versuchen, mit euch gemeinsam vorzudringen zu dem, was Gott dir heute sagen möchte. Es drängt sich mir zum Beispiel sofort die Frage auf, welches Vertrauen sollen wir nicht wegwerfen? Das Vertrauen zu den Menschen, denn schließlich sind sie mit ihrem neuen Glauben an Jesus Christus, die Leute damals, sind sie mit ihrem neuen Glauben an Jesus Christus aus den Synagogen als Sektierer herausgeflogen. Freunde und Verwandte haben sich abgewendet. Geschäftsbeziehungen wurden eingestellt. Und der römische Staat beginnt langsam eine erste Verfolgung von diesen Christen. Oder meint Paulus das Vertrauen auf Gott? Tatsächlich scheint mir Letzteres plausibel. Da ist im weiteren Text die Rede von Geduld, vom Empfangen des Verheißenen und von einer kurzen Weile, bis der kommen wird, der kommen soll. Wer dies das erste Mal hört, ist verwirrt.
Wir haben es vorhin vom Olli gehört. Der hat auch gedacht, die müssen verrückt sein. Vielleicht fragst du dich, wo bin ich denn hier hingeraten? Das klingt doch alles schon so ein bisschen nach Verschwörungstheorie. Ist es aber nicht, sondern allen Menschen in allen Punkten ist das Evangelium jederzeit zugänglich. Jeder darf hineinschauen, der die Gelegenheit dazu hat. Nicht überall auf der Welt ist das möglich. Was ist damals passiert? Paulus beschreibt es noch einmal so ähnlich, wie ich es schon getan habe. Er schreibt davon, dass man viel gelitten hat in der letzten Zeit. Er zählt auf, Schmähungen, Bedrängnis. Man hat die Leute wie bei einem Schauspiel vorgeführt. Sie wurden ins Gefängnis geworfen und mussten zusehen, wie man ihr Eigentum plünderte. Wie sich das wirklich angefühlt haben mag, können wir wohl kaum nachempfinden. Denn in dieser Bandbreite, die Paulus hier aufzählt, hat es wohl niemand von uns bisher erlebt. Aber ich lade euch ein, dass wir uns mal versuchen hineinzuversetzen, diese Leute, die diesen Brief von Paulus lesen. Ihre Lebenssituation ist rein menschlich betrachtet ausweglos. Sie haben nichts mehr zu erwarten. Die Hoffnung ist im Keller. Nein, sie ist sogar schon begraben. Kann man in solch einer Lebenssituation noch etwas mit Gott anfangen? Ich behaupte, gerade dann. Erinnert ihr euch noch an die Zeiten, in denen Christen zumindest sprichwörtlich auch hier in unserem Land Knüppel zwischen die Beine geschmissen wurden? Längst keine schlimme Verfolgung. Wer es aber mit dem Christentum vor 40 Jahren ernst meinte, fuhr bestenfalls mit angezogener Handbremse durchs Leben. Und manch einer hat sogar für seine Haltung eingesessen. Doch die Kirchen waren nicht leer. Die, die glaubten und nicht nur einen Platz für die Opposition suchten, hielten zusammen, setzten ihre Hoffnung auf Gott. Und ich kenne niemanden, der von Gott in dieser Situation dauerhaft enttäuscht worden ist. Liebe Leute, auch heute kann Glaube herausfordernd sein. Man kann nicht überall mitmachen, was einem angeboten wird. Die Erfahrung zeigt, Christen entscheiden in der gleichen Situation dennoch aus ihrem Glauben heraus unterschiedlich, mit unterschiedlichen Folgen. Die bedrängten Christen, an die Paulus schreibt, erwarten den, der wiederkommen soll. Für Glaubensinsider kein Geheimnis. Jesus hat mehrmals davon gesprochen, dass er nach seinem Tod wiederkommen wird. Wie soll das gehen? Tod ist Tod. Stimmt. In Bezug auf Menschen sind wir uns darauf und darüber sofort einig. Aber hältst du es für möglich, dass es mehr gibt, als dein und mein Verstand erfassen kann? Ich persönlich denke ja, dass es da eine ganze Menge gibt. Bei Gott sind Dinge möglich, die können wir weder denken noch uns vorstellen. Das kann bei Gott aber auch gar nicht anders sein. Sonst wäre er ein Maskottchen, eine sinnlose Vertröstung, eine Hoffnung, die sich nie erfüllen würde. Deshalb, Jesus kommt wieder. Wir lesen es bei Paulus heraus. Man glaubte, dass das bald geschehen wird. Man rechnete fast täglich damit. Ungeduld machte sich breit. Und die Frage, ob man nicht einer falschen Hoffnung auf den Leim gegangen ist. Aber bitte stell dir einmal vor, deine und meine Zeitrechnung ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Zeit ist etwas, was man sehr unterschiedlich empfinden kann. Meine Mutter hat vor einigen Wochen einige Hirninfarkte gehabt. Sie ist so fit, dass wir sie wieder nach Hause in ihre Wohnung geholt haben.
Manch ein Besuch merkt gar nichts, weil es sehr stark tagesformabhängig ist, wie man sich mit ihr zum Beispiel unterhalten kann. Es gibt aber Momente, da gerät ihr die Zeit völlig durcheinander. Also für mich klingt das so, wenn sie am Morgen so redet, als wäre es Abend und sie hätte gerade noch mal den Tag Revue passieren lassen. Für sie aber ist es völlig in Ordnung. Sie lebt in ihrer Zeit. Gäbe es die Schnittstellen mit dem, nennen wir es mal, normalen Leben nicht, wäre das gar kein Problem. Sie hat eine ganz andere neue Zeitrechnung. Wenn es also schon bei Menschen so unterschiedlich sein kann, wie anders kann das erst noch bei Gott sein? Es gibt Bibelstellen, die behaupten, 1000 Jahre sind vor Gott wie ein Tag. Und das hört sich in der Bibel so an. 2. Petrus 3, Vers 9, da ist es aufgeschrieben, das eine aber, liebe Brüder, ich füge hinzu, liebe Schwestern, dürft ihr nicht übersehen, dass beim Herrn ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag sind. Jetzt nehmen wir das doch mal ganz wörtlich. Dann sind seit der Kreuzigung von Jesus vor den Toren Jerusalems auf dem Hügel Golgatha gerade mal 2 Tage und ein paar Stunden vergangen. Also kein Grund für Panik, für die These, dass Jesus doch nicht wiederkommen wird. Jesus kommt wieder. Es ist auch wichtig, in unserer Ungeduld das Vertrauen nicht wegzuwerfen. Das, was Jesus gesagt hat, ist für mich persönlich Wahrheit. Und ich wünsche dir das, dass es auch in deinem Leben Wahrheit wird. Paulus schreibt, dass dieses Vertrauen eine Belohnung hat. Belohnung, das ist gut. Jedes Kind freut sich über eine Belohnung. Auch du freust dich, wenn dein Chef dir eine besondere Belohnung zukommen lässt. Es gibt in unserem Hirn eine Region, die hat nichts anderes zu tun, als nach Belohnung Ausschau zu halten. Alles zu bewerten, was passiert und zu entscheiden, ist das eine Belohnung oder nicht. Die Belohnung, die Jesus in Aussicht stellt, ist kein Lutscher, kein Lohnzuschlag, keine Extrazahlung, sondern Jesus stellt den Himmel als Belohnung in Aussicht. Nein, nicht das Wolkenband, das die Engländer zum Beispiel Sky nennen, sondern das, was die Engländer als Heaven bezeichnen. Der Heaven-Himmel ist kein Ort, an dem man sich in Schäfchenwolken rumlümmelt und den ganzen Tag Halleluja singt, sondern es ist eine ganz andere Welt. Eine Welt, wie sie von Gott schon ursprünglich gedacht war. Ohne Leid, ohne Tod, ohne Krankheit und Krieg und die Plagen der Welt, wie sie auch sonst noch alle heißen. Bis Jesus wiederkommt, ist die Aufgabe der Hebräer, an die Paulus damals geschrieben hat, und die unsere Aufgabe, den Willen Gottes zu tun. So haben wir es gelesen. Gar nicht immer ist es einfach, diesen Willen Gottes zu erkennen. Besonders dann, wenn andere Christen in der gleichen Situation zu einem anderen Ergebnis kommen. Am besten, du schaust weniger auf Menschen und auf das, was sie tun und sagen, sondern schaust selbst in die Bibel. Tja. Ein ganz schön dickes Buch. Vielleicht hast du noch nie so ein starkes Buch gelesen, aber es ist im Grunde die Betriebsanleitung fürs Leben. In ihr findest du, was Gottes Wille ist. Auch wenn du manchmal vielleicht dafür eine ganze Geschichte lesen musst. Aber oft machen es diese Geschichten eben gerade verständlicher, angenehmer. Als einen puren Gesetzestext zu lesen, es sei denn, du studierst Jura. Als Paulus, nein,
nicht als. Für Paulus ist es keine Frage, ob Jesus wiederkommt. Damit ist er vielen unserer Zeitgenossen schon mal voraus. Der Zeitpunkt ist für ihn die Frage. Eine kleine Weile, so schreibt er es. Eine kleine Weile, das ist ungefähr genauso genau wie später oder nachher. Für uns schwer einzuschätzen und geduldig zu bleiben, bis das Nachher endlich eingetroffen ist. Aber Paulus warnt vor dem Zurückweichen. Und seine Warnung ist anders als die, was man so aus dem Zweiten Weltkrieg gehört hat, wo Offiziere hinter ihren Soldaten mit Pistole gestanden haben und haben sie in den Krieg geschickt. Das macht Paulus nicht. Aber er warnt davor, weicht nicht zurück. Gebt eure Hoffnung nicht zu schnell auf. Bleibt dabei. Vertraut auf das, was Gott euch gesagt hat. Klingt das nicht zu sehr nach Radikalität? Auf einen Gott vertrauen, den man nicht sehen kann? Sich darauf verlassen, auf ein Wort, das Jesus gesagt hat, der vor 2000 Jahren das letzte Mal so, ich sag mal wirklich, greifbar, sehbar für all die Leute gewesen ist? Ist das Radikalität? Ja, das kann sein. Es ist aber keine menschenverachtende Radikalität um eines ideologischen Zieles wegen, sondern es geht um dein Heil für alle Zeit, für die Ewigkeit. An bestimmten Punkten ist ja auch das ganz normale Leben radikal. Zum Beispiel in der Frage nach Himmel oder Hölle. Es gibt ja Christen, die sind der Meinung, dass man von der Hölle nicht reden darf. Aber ich sage dir, du wirst dort sein, wenn du dich nicht radikal zu Gott hältst. Radikal an Gott halten. Sich radikal zu Gott halten. Wie sieht das aus? Ich möchte es vergleichen mit ein bisschen Christsein. Mit ein bisschen Christsein wirst du nicht dort landen. Wirst du nicht in diesem Himmel sein. Ein bisschen, das ist wie grau. Aber in dieser Frage, Himmel oder Hölle, da gibt es nicht grau. Da gibt es nichts dazwischen. Da gibt es nur schwarz oder weiß. Himmel oder Hölle. Wo es für dich hingeht, entscheidest nur du allein. Da zählt nicht deine äußere Erscheinung, nicht, ob du dich vor Hunderten von Leuten öffentlich zu Jesus bekehrt hast oder ob du aus einer frommen Familie kommst. Entscheidend wird sein, ob du Jesus kennst. Ob du ihn wirklich kennst, nicht nur den Namen nach. Aber noch viel entscheidender ist, ob Jesus dich kennt. Ob er in diesem Moment, wo es zwischen Himmel und Hölle die Entscheidung gibt, sagen kann, du gehörst zu mir. Ich wünsche dir, dass du das von dir selber sagen kannst. Ich gehöre zu Jesus. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass Jesus von dir sagen kann, dich kenne ich. Du gehörst zu mir. Machen wir den Sack zu. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und er wird nicht lange ausbleiben. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die glauben,
und die Seele erretten. Unsere eigene Seele erretten und die von anderen. Das ist das, was Pfarrer Schmidt-Brücken vorhin am Anfang gesagt hat. Es ist unsere Aufgabe, Menschen von diesem Gott zu erzählen, der auf die Menschen zugeht, der keine Freude daran hat, sie zu bestrafen, sondern der wie ein liebender Vater sein Kind in die Arme nehmen möchte. Motorradfahrergottesdienste sind keine fromme Verkehrserziehung. Es ist keine Umwelterziehung, sondern es geht jetzt und hier an diesem Moment und bei den Motorradfahrergottesdiensten in Sachsen darum, Seelen zu retten. Darum geht's. Bist du eine gerettete Seele? Kennst du Jesus? Und hast du ihm erlaubt, dass er dich kennen darf? Diese Fragen, die Antworten darauf, kannst nur du dir selbst geben. Sei ehrlich zu dir. Amen.
war vielleicht die Urversion von diesem Lied, denn der Wolfgang und Theo Lehmann, die haben das Lied mal zusammen vertont, verdichtet. Also, sehr schön. Wir wollen mit euch gemeinsam beten. Lasst euch einladen zu einem Reden mit Gott. Auch wenn wir die Gedanken vortragen, seid ihr eingeladen, sie einfach mitzubeten. Herr, wir danken dir, dass du uns die Möglichkeit gibst, Motorrad zu fahren und ja, unsere Hobbys so auszuleben. Herr, ich will dir danken, dass wir in der Saison schon so viel unterwegs sein durften und für all den Schutz und die Bewahrung, dass wir in so vielen Situationen auch unversehrt daraus hervorgehen konnten und ja, dass wir auch mit deiner Bewahrung rechnen dürfen. Ja, Herr, und ich danke dir für jedes Herz, was heute hier ist. Danke, dass du jeden von uns kennst. Und ich bitte dich für alle, die Traurigkeit im Herzen haben und die es gerade nicht so gut geht, danke, dass du sie siehst und dass du sie heil machen willst. Ja, danke auch für das, ja, dass du die verfolgten Christen hier auf der Erde einfach siehst und dass du ihnen beistehst, sehr barmherzig und gnädig, und wir wollen immer alles aus deiner Hand nehmen, und danke, Herr. Und Herr, schenk auch Einigkeit unter den Christen, wo es dort Streitigkeiten gibt oder unterschiedliche Anschauungen. Lass uns einfach Gemeinschaft in dir, Jesus, haben und auch ein gutes Miteinander haben. Und Herr, wir bitten dich auch für unsere Regierung. Schenke du Weisheit und lass sie auch dich erkennen und umkehren zu dir und gute Entscheidungen treffen. Und so bitten wir dich auch für uns und für, ja, dass du mit uns gehst und dass wir dich und deinen Willen auf unserem Herzen haben und danach fragen und auch dich und dein Handeln erwarten. Und jetzt möchten wir noch gemeinsam beten, Jesus, so wie du es gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus spricht, ich bin bei euch alle Tage, bis das Ende dieser Welt, fürchtet euch nicht. Jesus Christus spricht, ich bin bei euch alle Tage, bis das Ende dieser Welt, fürchtet euch nicht. Mutig sein und nicht verzagen in den dunklen Schicksalstagen. Wenn uns scheinbar nichts gelingt, bleibt er uns doch treu. Jesus Christus spricht, ich bin bei euch alle Tage. Bis das Ende dieser Welt, fürchtet euch nicht. Singt ihr mit? Jesus Christus spricht, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende dieser Welt, fürchtet euch nicht. Furchtlos sein und nicht verzagen in den dunklen Schicksalstagen, wenn uns keine trösten kann, bleibt
uns doch treu. Jesus Christus spricht, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende dieser Welt, fürchtet euch nicht. Jesus Christus spricht, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende dieser Welt, fürchtet euch nicht. Standhaft sein und nicht verzagen, in den dunklen Schicksalstagen, wenn uns Schweres niederdrückt, bleibt er uns doch treu. Jesus Christus spricht, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende dieser Welt, fürchtet euch nicht. Jesus Christus spricht, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende dieser Welt, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Euch noch einen wunderbaren Tag heute. Seid gesegnet. Ich möchte gleich noch für uns alle den Segen sprechen. Claudia, herzlich willkommen. Gerade zum Segen hast du es noch geschafft. Wir haben schon mal angefangen. Ja, euch vielen Dank für das, was ihr hier gegeben habt. Ich will auch dafür kurz Gott danken und um seinen Segen bitten. Herr, danke, dass du uns beschenkst und dass wir davon etwas abgeben können. Du siehst, was wir jetzt gesammelt haben, und wir wollen dich bitten, dass du es selbst verwaltest. Und dass du das Beste aus diesem Geld machst, sodass es Menschen dient, dich kennenzulernen. Darum bitten wir dich von ganzem Herzen. Amen. Ja, und für euch noch der Segen. Es ist kein Zauberspruch, keine Zauberformel, sondern einfach die Zusage Gottes, dass er mit euch unterwegs sein will, auf eurem Weg, ganz egal, wo ihr heute noch hin müsst oder morgen. Und wer diesen Segen gerne für sich haben möchte, in Anspruch nehmen möchte, der kann sich diesen Segen entgegenstrecken und dazu aufstehen. Ich sehe, die meisten sind eh schon aufgestanden. Also, lasst euch segnen. Möge Gottes Segen mit dir sein. Sein Licht deinen Weg erhellen. Und seine allumfassende Liebe dein Herz in schwierigen Zeiten wärmen. Und ihm die Kraft für den nächsten wichtigen Schritt geben. So segne uns alle, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche euch jetzt zwei Dinge. Erstens, guten Appetit. Drittens, kommt gut nach Hause, bis wir uns wiedersehen. Seid gesegnet und behütet. Ciao.